gibt mir manchmal so das Gespür, das Spiel, so irgendwie diese Vibes von, ich kann es irgendwie. Okay. Muss mich jetzt dann nochmal kurz aufklären, sorry. Hoppa! Fährt der Kletter komplett auf, oder was? Ich glaube, ich auch mal ganz kurz aufschauen. Oder ganz, ganz kurz. So, irgendein Item habe ich da unten vergessen, oder was? Würde mich jetzt aber interessieren. Da unten? Ein verdächtiger Hase. Nein, da unten nicht. Das war ein bisschen zu weit unten. Das war ein bisschen zu weit unten. Das meinst du, oder was? Na, da komme ich noch nicht. Straße. Ich habe sowieso noch so einiges zum Finden. Ja, ja, also, kein Thema, kein Thema. Ich muss noch so... Oh, fuck. Oh, fuck. Ist es eh das, was du meinst, oder? Hoffe ich mal zumindest. Okay, er kommt relativ schnell aus dem Gleichgewicht. Okay. Tja, hab aber quert. Hast du es gesehen? Wahrscheinlich hast du eh gemeint gehabt, den Haverer da, dass ich gegen ihn kämpfen soll. Wahrscheinlich. Deshalb auf dem Weg. Du Hund. Du Hund. Du Hund. Fix hast du wahrscheinlich eh gemeint. Sag mal kurz schleifen gehen, Haverer. Lass mich kurz schleifen gehen, du Steppert. Er kriegt wenigstens eh noch ein bisschen Schaden, da immerhin. Mag er nicht, kann er von hinten geben, Scheiße. Das wird geil gewesen. Das wird geil gewesen, Alter. Nicht gierig werden. Nur nicht gierig werden gegen ihn. Oh. Ja, wenn ich noch ein bisschen mehr Leben gegen den Haverer gehabt hätte. Lass mich raten. Nur raten. Hast du das Item genau bei dem Bossgegner jetzt gemeint? Nur ein Ja oder Nein. Nur ein Ja oder Nein. Danke. Danke, Digi. Echt, echt. Cool. Cool. Reißt mir jetzt gerade so dermaßen zusammen, dass ich die nicht vom Grund auf Boden schimpf, aber. Ja. Na, Spaß! Alles okay. Okay, der Bär kommt jedes Mal aufs Neue wieder zurück. Nein. Oh, okay, das ist scheiße. Wenn der Bär jedes Mal aufs Neue zurückkommt, das ist scheiße. Das finde ich aber nicht leibend. Das finde ich nicht leibend, wenn der Bär jedes Mal wieder aufs Neue zurückkommt. Ah, das ist zart. Man dachte, das ist so ein kleiner Mini-Zwischenboss, was man ab und zu relativ gut auch nicht geben kann.
Scheiß auf den Schmetterling, wenn ich den Glücksperli da auf meiner Seite da noch hab, Alter. Scheiß auf den Schmetterling, Alter. Lutsch Schmetterling ein in die Eier, Alter. Kann man sonst wo eine lutschen, Alter. Ein Hundschmetterling. Kann ich mir nicht Meier machen. Da verschwindet eh schon wieder der scheiß Missgeburt. Geh nun unnötig Meier. Geh ich nun unnötig Meier. Was ist denn das bitte für eine Forsche? Alter, leck mir am Arsch wegen dem Schmetterling, Alter. Na, Alter, scheiß auf den Schmetterling. Fick deine Mutter, Alter, mit dem scheiß Schmetterling. Sammer nicht ab. Alter. Nur ein Schmetterling, Alter. Ist der andere Große auch wieder da? Ja. Ja, der Große ist auch wieder da, super. Die belassen es jetzt dabei, dass diese Zwischenbosse einfach mal bleiben, gell? Ist mir jetzt anscheinend aufgefallen. Die bleiben jetzt. Interessant. Zu früh. Passt. Ich verliere viel zu viel schon Leben. Ich verliere viel zu viel Leben, bis ich mal bei dem einen Haverer da bin. Da habe ich schon viel zu viel Leben verloren. Viel zu viel. Viel zu viel Leben. Ich werde schauen, was ich da so oben das so kriege. Ich werde schauen, was ich da so oben so kriege, damit ich mir wenigstens da ein bisschen irgendwie mir so leicht tue, vielleicht sogar eine Abkürzung oder irgendwas daher kriegen könnte. Es wäre. Das wäre leimend, das wäre echt leimend. Müsste ich schauen. Muss ich echt schauen gehen. Ob es da oben irgendwas gibt. Du bist der, da kommen noch mal schnell die Punkte wieder zurück. Haverer? War nicht schlecht. Also da kommen schnell ein paar 2000 Seelen daher. Echt nicht schlecht. So, wir fahren jetzt einmal auf. Mich würde es jetzt einmal interessieren, was uns da oben einmal vielleicht das ein oder andere geboten wird. Bin gespannt. Muss ich mal links, rechts schauen. Wer weiß, ob ich da vielleicht sogar irgendwo rausspringen kann. Auf ganz, ganz leibender Hase angelehnt. Ja, Mann, da kann ich mir wenigstens definitiv ein bisschen einfacher tun. Ja, immerhin, Alter. Weißt, ficken willst du mich? Ficken willst du mich? Aber mir nicht sagen, dass ich da aufgefahren kann wegen der Abkürzung? Danke. Danke, Digi. Danke, Digi. Echt. Echt geil von dir! Wahnsinn! Wahnsinns-Zuschauer! Wahnsinns-Zuschauer! Normalerweise sollte ihr jetzt mindestens einen Sub am Beat verlangen. Ein Beat sollte ihr jetzt verlangen. Für den Bums, Alter, was du mir da geliefert hast. 100? Ich hätte sowieso unten das aktivieren können. Tu jetzt nicht so, wie hättest du es jetzt nicht wissen können. Das warst du eh, das warst du eh, das warst du eh. Tu jetzt nicht so. Tu jetzt nicht so, du warst das eh. Du hast ganz genau gewusst gehabt, dass ich auch von den Hebel benutzen hab können und der Lift kommt wieder runter. Na komm her, Bulle. Boah, das war jetzt aber ein bisschen dezent, sehr schnell. Ah, Kuss und Liebe. Der eine Bit, ja. Ah, Digi. Ah, das schmeckt.
Eieieiei. Wie heißt es immer so schön? Weißt du jetzt nicht, ob ich das richtig jetzt sage? Aber wer den Cent nicht ehrt, hat Pech gehabt in dem Fall. Jeder Cent ist es wert. Sonst hast du es nicht verdient. Muss ich mir noch ganz kurz nochmal kurz anschauen. Wo steht da nochmal? Eingestürzte Hütte. Aha. Oh, interessant. Okay. Okay, muss ich dann schauen. Eingestürzte Hütte. Weißt du, was mir auch vielleicht interessieren würde? Ob man sich nicht vielleicht sogar ein bisschen einfacher tut, wenn man den Brie von oben irgendwie mehr macht. Aber ich könnte mir auch relativ gut vorstellen, dass da aufhüpfen wird. Das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Dass der auch noch so separat und noch irgendwie so aufspringen wird oder irgendwas in der Richtung. Das schmeckt. Das schmeckt wieder. So. Jetzt bin ich wenigstens gewappnet. Jetzt können wir kämpfen, Havre. Jetzt können wir kämpfen. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr so schlecht. Bam, bam, bam. Jetzt ist er ja ein bisschen übermotiviert. Muss man ein bisschen aufpassen, Havre. Dieses Schild, das ist so dermaßen viel Flasch. Okay, ich bin doch nicht vorbereitet. Ich glaube, die vier Drangeln bringen sie nix. Die haben sie überhaupt nichts gebracht, die vier Drangeln. Digga. Ja, das habe ich jetzt auch definitiv zum Spüren gekriegt. Alter! Jesus Reichweite! Aber ne, ja, immer so zweimal hinschlagen und dann ist das war's dann. Immer nur zweimal hinschlagen. Mehr darf ich nicht machen. Es. Aber ich bin eh gar nicht mehr so schlecht ab und zu beim Abwehren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wolong hat mich geprägt. Wolong hat mich geprägt. Von dem ganzen Abwehren und das Ganze. Jetzt hätte ich wieder ein bisschen Heilung gekriegt, fuck. Na, er hat mich aber am Anfang relativ schön gekriegt. Er hat mir richtig gut gegeben. Viel, viel einfacher, viel, viel einfacher. Bist deppert, oder? Viel, viel einfacher. Aber dennoch. Ich finde aber auch, Wolong hat sich auch viel, viel besser sich angefühlt. Viel, viel besser aber auch. Aber er hat mir am Anfang ein bisschen zu viel gegeben. Er hat mir am Anfang viel zu viel gegeben. Das stört mich jetzt gerade ein bisschen. Ich wollte auch das Schild ein bisschen nutzen, was ich da so habe, aber ab und mir kommt es irgendwie so vor, wie wäre das Schild so dermaßen unnötig ab und zu, dass man das eigentlich quasi nur hilft bei so kleinen Gegnern, habe ich so ab und zu das Gefühl. Gar nicht wirklich bei so einem richtigen Boss. Ab und zu fühlt sich einfach das Schild ein bisschen falsch an. Ich glaube, so könnte man das am besten formulieren. Das Schild fühlt sich auch wieder ein bisschen falsch an, aber es fühlt sich noch ein bisschen besser an, als wie das Abwehren. Aber dadurch, dass du das Schild wieder mal aufladen musst, ist es eher so dieses Hin- und Her-Ding. Ist es eher so dieses Hin- und Her-Ding bei mir. Wenn ich das Schild aufladen muss, das fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Ja, definitiv. Lass dich jetzt ja nicht verlieren von ihm.
Problem ist aber auch wieder, du hast so einen dermaßen engen Gang. Das ist abnormal. Du kannst dich gar nicht gescheit mit dem messen, finde ich. Okay. Wollte mal wieder kurz ausprobieren, was? Oh, in der hier. Okay. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was ich gerade tun soll. Irgendwie gerade unberechenbar, der Haverer. Hat sich jetzt gerade so richtig schön unberechenbar angefühlt. Ja, da hat er mir jetzt gut angegeben. Das ist ja Wahnsinn. Manchmal denkst du so, okay, passt. Du weißt, was er tut. Und dann kriegst du so dermaßen einen aufs Maul von ihm. Das ist schlimm. Das ist so dermaßen schlimm. Diese Reichweite, was der auch hat. Boah. Ja. Der ist extrem unberechenbar ab und zu. Denkst du wieder so, ja, jetzt habe ich eh den Dreh wieder raus. Nö. Ich habe so das Gefühl, dass gerade wenn ich mich heil oder irgendwas und volles Leben habe, fühlt der sich ein bisschen extremer an, als wie wenn ich weniger Leben habe. Hört sich das ein bisschen komisch an? Ich finde, er verhaltet sich ein bisschen anders. Okay. Scheiße. Okay, so geht's auch. Gierig, gierig. Da war jetzt die Gier dabei. Ja, muss ich aber sagen, bei den Boss ist es vielleicht, finde ich, irgendwie nicht... Scheiße. Nicht so schlimm. Irgendwie. Ich finde, bei den Bossen finde ich es nicht so schlimm, als wie bei den Minigegnern. Bei den Minigegnern, finde ich, meiner Meinung nach, sollten sie dann doch irgendwie noch so eine Art Rhythmus haben. Und ich finde... Bei Bosse, die machen es aber auch irgendwie aus, dass sie auch ab und zu auch ein bisschen unberechenbar sein sollten. Finde ich meiner Meinung nach. Es macht für mich auch ab und zu einen guten Bosskampf aus. Wenn du so sagst, du musst dich immer wieder aufs Neue vorbereiten, dass du immer wieder aufpasst, okay, er macht das und das, schaue ich, dass ich das und das aber auch wieder mache. Oder, wenigstens mich darauf vorbereite oder dass ich weiß, okay, er macht ungefähr jetzt den Move, aber nicht bei so einem random Zwischengegner. Zwischengegner sollte anspruchsvoll sein, aber dann dennoch wieder so ein dieses, ich mache ihn einmal. Ich brauche vielleicht meine 2, 3 Versuche, aber ich habe ihn geschafft. Und nicht dieses, der ist gefühlt schlimmer als jeder Bosskampf. Teilweise. Das sah man nicht ab, aber der fühlt sich jetzt gerade ein bisschen schlimmer als wie der ein oder andere Boss. Meiner Meinung nach. Finde ich. Aber wenn ich wenigstens auch ein bisschen mehr Platz habe, tue ich mir auch ein bisschen einfacher gegen ihn. Da kann ich besser ausweichen. Da tue ich mir wenigstens ein bisschen einfacher. Oh, 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 ja. Ich werde so bestraft, dass ich eigentlich blocken tue.
dass ich das irgendwie schon ehrlich gesagt ein bisschen frech finde vom Spiel, dass ich so dermaßen bestraft werde fürs Blocken. Dass es schon ein bisschen zu viel ist. Aber ich finde, ab und zu tue ich gar nicht mehr so schlecht blocken. Muss man schon ein bisschen ehrlich sein in dem Fall. Hoffe ich mal zumindest. Hoffe ich mal zumindest. Ja. Ja. Aber geht mir nicht hops. Scheiße. Alter. Geh mal einfach nur hops. Scheiß Wappler, du. Eins, zwei. Nein! Alter! Die Wurns waren's. Ja, ich bin mir jetzt wieder nicht sicher. Scheiß Wand. Aber hier kann die Wand mehr machen. Aha! Ei! Das war eh klar, dass das hier nicht ausgeht. Eins, zwei, weg. Jetzt kann er definitiv unberechenbar sein. Ich muss ein bisschen jetzt auf Arschloch machen. Dass ich ihn vielleicht nur so kriegen kann. Alter! Der fliegt ja plötzlich, Albert! Seit wann kann er das? Er kann plötzlich fliegen, oder was? Scheiße. Jetzt haben wir schon doch gehabt, aber Alter! Er fliegt mir da gleich ans Wecker, der Lustige! Können wir dazu sich einig sein, Hauptsache ich habe ihn besiegt? Glaube ich, können wir so stehen lassen, oder? Hauptsache ich habe ihn besiegt, finde ich jetzt meiner Meinung nach. Ich glaube, sonst brauchen wir nicht darüber reden. Aber war knapp. Boah, Alter, die Fähigkeit hat er noch nie gemacht und der ist gesprungen, Alter. Oh, wie der, Alter. Und doch gehabt hat er was. Muss ich jetzt mit der lernt fliegen, oder was? Das habe ich zwar jetzt nicht gewusst gehabt, aber ich habe mir jetzt doch gehabt, ich probiere das jetzt mal aus. Hi. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt eher ein bisschen Meier bin. Sage ich jetzt einmal dazu. Man muss halt ab und zu einfach jede Situation ausnutzen. Man muss einfach ab und zu jede Situation ausnutzen. Alles was geht, einfach ausnutzen, einfach ausnutzen. Egal, ob das jetzt wie so eine Art Pussy oder sonst was wirkt. Das ist einfach nur wichtig, das ist einfach nur wichtig. Ab und zu jede Situation, was geht, ausnutzen. Auch wenn es die ganze Zeit irgendeine Luschentaktik oder sonst was ist, drauf geschissen, wer was sagt. Hauptsache man hat ihn, Hauptsache man hat ihn. Und das finde ich ehrlich gesagt ist das Wichtigste.
Alter, stürzt sich schon von oben ab, Alter, na super. Wir gehen schon wieder gut.